Die Anschaffung eines Saugwischers ist immer eine gute Idee. Immerhin erleichtert ein solches Gerät den Alltag wirklich ungemein. Aber die Wahl fällt nicht leicht. Um euch dabei behilflich zu sein, möchten wir euch in diesem kurzen Vergleich drei interessante Modelle der Marke Dreamy vorstellen. Den H11 Core, den H12 Pro und den H12 Dual. Wir starten nun direkt mit den technischen Daten. Zum Dreamy H12 Pro findet ihr auf unserem Kanal übrigens auch ein vollständiges Testvideo, welches wir euch hier gerne verlinken. Das Gerät hat von uns eine hervorragende Bewertung erhalten. Der H11 Core ist im Vergleich eine etwas abgespecktere Variante, der H12 Dual hat hingegen etwas mehr zu bieten. So kommen natürlich auch unterschiedliche Preise zustande. Der H11 Core liegt bei rund 200 Euro, der H12 Pro bei 400 und der H12 Dual bei 500 Euro. Die Frischwasserbehälter sind bei allen Modellen gleich groß, dafür sind die Schmutzwasserbehälter beim H12 Pro und beim H12 Dual mit 700 ml doch deutlich größer als beim H11 Core mit 500 ml. Der H11 Core hat als einziger auch keinen Automodus, die Laufzeit ist bei ihm doch deutlich kürzer und es gibt bei ihm auch keine automatische Bürstentrocknung nach der Selbstreinigung. Das Alleinstellungsmerkmal des H12 Dual ist, dass hier auch direkt ein Akkusauger integriert ist. Nun sehen wir uns alle drei Geräte etwas genauer an und wir starten mit dem H11 Core. Mit einem Preis von rund 200 Euro ist der H11 Core wirklich günstig und damit der perfekte Saugwischer für alle mit eher kleinem Budget. Trotz kleinem Preis hat er auch eine Selbstreinigungsfunktion zu bieten, allerdings ohne Bürstentrocknung. Der Lieferumfang ist übersichtlich gestaltet, es ist aber alles dabei, was benötigt wird. Klarer Nachteil ist die Kantenreinigung, die Bodenbürste reicht nämlich nur an einer Seite bis dicht an den Rand. Hier sind die beiden anderen Modelle in diesem Vergleich schon wesentlich fortschrittlicher unterwegs. Um zu zeigen, wie nahe der H11 Core an Kanten wischt, haben wir Ketchup aufgetragen und eintrocknen lassen. Mit der rechten Bürstenseite erreicht er hier einen guten Wert von 1 cm, mit der linken bleiben allerdings 3,5 cm ungewischt. Der Schmutzwassertank des H11 Core ist im Vergleich zu den beiden anderen Geräten eher klein und muss so natürlich öfter geleert werden. Und sein Frischwassertank ist noch an der Vorderseite untergebracht, bei den beiden anderen Geräten wurde dieser schon an die Rückseite verlagert. Das Display ist ziemlich einfach gehalten und es gibt hier auch keinen Automodus, also keine automatische Leistungsanpassung an den Verschmutzungsgrad. Ihr habt hier die Wahl zwischen zwei verschiedenen Reinigungsstufen. Die Reinigungsleistung an sich ist, wie wir hier sehen, aber trotzdem stark. Wer also ein eher kleines Budget hat, kann auf all diese Special Features sicher verzichten und sich mit dem H11 Core dennoch über einen sehr guten und vor allem echt günstigen Saugwischer freuen. Mehr zu bieten hat aber definitiv der Dreamy H12 Pro. Im Lieferumfang sind direkt eine zusätzliche Bodenbürste, ein weiterer Filter und eine Flasche Reinigungsmittel inkludiert. Der H12 Pro macht optisch einen sehr guten und vor allem modernen Eindruck. Wir sehen hier, dass die Bodenbürste an beiden Seiten bis ganz dicht an den Rand reicht. Der Schmutzwassertank hat mit 700 ml eine echt gute Größe und der Frischwassertank wurde hier schon an die Rückseite verlagert und ist easy zu entnehmen und wieder einzusetzen. Durch die optimierte Bodenbürste ist die Kantenreinigung natürlich sehr vielversprechend. Und das ist für uns definitiv ein Argument, etwas mehr Geld auszugeben und in das bessere Modell zu investieren. Denn hier bleiben mit der rechten Bürste nur 1 cm und mit der linken Seite sogar nur 0,8 cm des getrockneten Ketchups ungewischt. Unter Möbel kommen wir aber auch mit dem H12 Pro nicht zurecht. Das ist bei allen drei Modellen gleich. Die Reinigungsleistung ist großartig, sogar so ein ganzes Ei verschwindet problemlos. Zum einen ist die Saugkraft sehr stark, zum anderen schrubbt aber auch die Bodenbürste sehr kraftvoll. Und es gibt einen Automodus, das heißt der Dreamy H12 Pro passt seine Leistung selbstständig an den Verschmutzungsgrad des Bodens an. Das schont den Akku. Absolute Besonderheit dieses Modells ist der Ultramodus. Dabei wird aus dem Leitungswasser durch Elektrolyse eine natürliche Reinigungslösung erzeugt
und es kann auf die Zugabe von Reinigungsmitteln verzichtet werden. Und besonders komfortabel ist, dass der Dreamy H12 Pro nicht nur eine Selbstreinigung, sondern auch eine automatische Bürstentrocknung mit Heißluft bietet. Denn gäbe es diese Funktion nicht, müssten wir die Bodenbürste nach der Selbstreinigung entnehmen, damit sie an der Luft austrocknen kann. Andernfalls könnten sich Bakterien oder auch Schimmel bilden und es würde definitiv zu schlechten Gerüchen kommen. Hier sehen wir, dass die Bürste wirklich trocken ist. Der Dreamy H12 Pro ist damit echt ein starker Saugwischer und sein Preis absolut gerechtfertigt. Verglichen mit Modellen der Konkurrenz ist er sogar ziemlich günstig. Eine sehr spannende Alternative ist dann noch der Dreamy H12 Dual. Hier haben wir im Prinzip genau den gleichen Saugwischer wie der Dreamy H12 Pro ist. Nur auf den Ultra-Modus müssen wir hier verzichten. Dafür ist der Lieferumfang wirklich üppig und das liegt daran, dass sich der Saugwischer mit wenigen Handgriffen einfach zum Akkusauger umfunktionieren lässt. Hier habt ihr also zwei Geräte in einem, Saugwischer und Akkusauger in einem Paket. Und so geht's. Der Motor lässt sich nach einem Knopfdruck vom Saugwischer abnehmen und einfach auf dem Akkusauger platzieren und schon kann gesaugt werden. Damit wir die Saugleistung richtig bewerten können, haben wir zwei unserer regulären Staubsaugertests durchgeführt. Zuerst mit einem 100 Gramm schweren Gemisch aus Kaffeebohnen, Leinsamen und Sand auf Hartboden. Wir haben die Fläche mit dem Dreamy H12 Dual hier eine Minute lang bearbeitet und dabei ein Ergebnis von 93,2% erzielt. Das ist kein Spitzenwert für so ein 2-in-1 Gerät, aber doch eine starke Leistung. Das Ganze haben wir dann auch noch auf Kurzblatteppich wiederholt. Und um die Leistung einzuordnen, wir hatten hier schon viele Staubsauger, die deutlich über 90% erzielt haben. Aber auch Geräte renommierter Hersteller, die so bei 75% waren. Der Dreamy H12 Dual hat hier 81,3% erreicht. Der Schmutzbehälter kann zum Entleeren auch einfach abgenommen werden und das Gerät lässt sich natürlich auch als Handstaubsauger einsetzen. Hier gibt es auch verschiedene Düsen und Aufsätze. Besonders gut gefällt uns die kleine elektrisierte Bürste, eine Art Milbenbürste sozusagen, mit der besonders textile Oberflächen gut gesäubert werden können. Kommen wir zu unserem abschließenden Fazit. Wenn wir von Saugwischern sprechen, kommen uns natürlich sofort Marken wie Tinko oder Roborock in den Sinn. Aber für uns kann im gleichen Atemzug definitiv auch die Marke Dreamy genannt werden. Die Saugwischer sind wirklich großartig. Und alle drei Modelle aus unserem Vergleich haben ihre Berechtigung. Die einfachste Variante ist definitiv der Dreamy H11 Core. Hier gibt es nicht viel Schnickschnack, die Reinigungsleistung ist aber trotzdem gut. Also schlagt zu, wenn ihr nicht viel ausgeben möchtet. Die Anschaffung wird sich dennoch auf alle Fälle lohnen. Wer etwas mehr ausgeben kann und möchte, sollte definitiv zu einem der H12 Modelle greifen. Alleine schon wegen der automatischen Bürstentrocknung nach der Selbstreinigung, wegen der optimierten Kantenreinigung und auch wegen der automatischen Leistungsanpassung. Mit dem H12 Pro sichert ihr euch einen genialen Saugwischer, mit dem H12 Dual schnappt ihr euch direkt im Bundle noch einen Akkusauger mit dazu. Entscheidet, was ihr braucht. Beide Geräte sind top und Dreamy ist für uns ein echter Preis-Leistungsheld. Wir hoffen, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst uns doch gerne ein Like und einen Kommentar und abonniert unseren Kanal. Wir haben euch hier auch noch weitere unserer Videos verlinkt. Schaut doch gerne mal rein. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.